So, hallo, wir machen weiter bei Zelda Echoes of Wisdom und wir haben das letzte Mal Link gefunden. Ich habe aber links dann den Part beendet und jetzt machen wir hier weiter. Ich bin gespannt, was jetzt mit dem los ist. Nanu? Ist das nicht der Junge, der gegen das blaue Ungeheuer gekämpft hat? Glaube, dem geht's gar nicht so gut, ja. Ja, dem geht's gar nicht gut. Okay, Zelda gegen Link. Crazy. Aber ich glaube, Link kriegt einfach eine Killer-Ananas ins Gesicht. Es ist so krass, ne? Okay, Link will noch eine Killer-Ananas im Gesicht, habe ich gehört. Oh. Okay, ich glaube, Link braucht andere Sachen. Oh boy. Okay, Link ist jetzt ein bisschen verrückter drauf. Was machen wir jetzt? Ah, so nicht. Alter, die Musik ist so gut, ne? Okay, pass auf, wir werfen mal Steine. Ja, doch, es trifft schon, okay. Also er kann zwar angreifen, aber er kriegt trotzdem noch Schaden, ne? Ja, er ist stärker, aber er kriegt immer noch Schaden. Er kriegt immer noch Damage. Nice. Aber er macht auch, ne, er teilt gut aus. Ich wollte mir eigentlich das Herz holen und nicht von dir nehmen. Linky Boy. Nice, der Topf hat ihn gekillt. Sehr gut. LOL. Bekommt Zelda jetzt ein Schwert? Das war gefährlich. Dieser Junge sah aus wie der, der dich gerettet hat, aber wieso hat er dich jetzt angegriffen? Eine dunkle Aura schien ihn zu umgeben, genau wie den Doppelgängern im Schloss. Er scheint etwas hinterlassen zu haben. Okay, das geht nicht. Ach so. Du hast ein wundersames Schwert erhalten. Es gehört dem grüngewandeten Helden, der Name Link ist eingraviert. In diesem Schwert liegt eine große Macht, eine Macht, die es sogar mit den großen Rissen aufnehmen kann. Ich spüre irgendeine besondere Energie. Schwert hochhalten. LOL. Nein, ich kann mich in Link verwandeln. Und deswegen ist die Steuerung von Link auch aktiv. Du siehst genau wie der Junge in Grün aus, als gäbe es nichts, womit du es nicht aufnehmen kannst. Recke das Schwert mit Ö in die Höhe, um in den Schwertkampfmodus. Oh mein Gott, ist das gut. Wie lange hält das? Level 1, ja. Seht ihr das? Das hat. Okay. Du hast Energie erhalten. Du fühlst dich von einer wundersamen Kraft erfüllt. Da ist so ein Ding nochmal. Weg ist es. Da ist noch so ein Ding. Okay, das erhöht sozusagen. Das erhöht den Effekt, die Dauer. Oh mein Gott, ist das stark.
Solange du im Schwertkämpfermodus bist, nimmt der Energiebalken, Energiabalken oben links im Bild ab. Der Modus endet, wenn der Balken leer ist. Okay. Und das kann ich leveln, dieses Ding. Ja. Ist das geil. Ist das geil. Ist das genial. Also, Real Talk. Ist das genial. Das ist das, was ich meinte. Es muss irgendeinen Grund geben, warum man die Schwert, ne, die Linksteuerung auch noch. Ach so, und jetzt muss ich den. Ich muss das auch mit Zelda erst wieder sammeln. Oh, ich verstehe. Aber tauchen die jetzt überall auf oder so? Also, ich meine, ich brauche es jetzt gerade ja nicht mehr, aber. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Gut, dann haben wir hier aber alles, ne? Ich glaube, auf der ersten Ebene haben wir jetzt alles gesehen. Warte, waren wir in dem Raum schon drin? Weil der ist so komisch grau. Aber nee. Wenn ich nicht drin war, sehen die so aus. Aber ich bin verwirrt. Herzteil 4, was? Ach so, das zeigt an, wo die Sachen sind. Ah, wo die gewesen sind. Okay. Ja, warte, das kann ich wieder ausblenden. Das brauchen wir nicht auf der Karte. Alter, aber auch die Karte ist voll gut ge... Es ist alles großartig. Es ist alles großartig. Nur diese kleinen Logiklücken, ne, die spreche ich immer wieder gerne an. Okay. Das wäre ein guter Moment, um zu gucken, ob wir Fallschaden haben. Nö. Na. Guck mal, hier ist nämlich wieder was. Da will ich doch gerne hin. So. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann anders, warte. Das haut noch nicht so hin, wie ich das gerne hätte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das war nicht, was ich wollte. Geh nochmal alles weg. Ich glaube, ich komme von oben hin. Ich glaube, ich komme von oben schneller hin. Ich glaube, ich brauche hier nicht mehr so viel Stress. Ja. Ich glaube, wir machen uns einfach weniger Stress und schweben da einmal gerade rüber. Oh. Schade. Ich kann doch nicht rüberschweben. Nee, okay, ich kann nicht rüberschweben. Das muss gehen. Ah, pass auf, jetzt. Ach, jetzt geht der da unten wieder weg. Ich glaube, ich mache es mir gerade komplizierter als nötig, ne?
Jetzt verschwindet ja der untere. Wenn ich jetzt also die Kiste hier spawnen lasse, müsste ich insgesamt noch auf der dritten Stufe sein. Genau. Jetzt verschwindet das Bett unter mir. Wenn ich jetzt aber... LOL, ich habe das Trampolin vergessen. Ich habe ja auch noch ein Trampolin. Okay, das wird gleich sehr wichtig werden, das Trampolin. Nochmal von vorn. Ich habe das Trampolin komplett verdrängt. Okay, das reicht nicht ganz. So, aber mit dem Trampolin kann ich doch jetzt Folgendes machen. Yes! So, jetzt bin ich hier drauf. Und jetzt kann ich dann doch das machen. Und jetzt komme ich hin. Nice. Okay, das Trampolin war der... Oh, was ist das denn? Den Herzanstecker. Ein niedlicher Haarschmuck, der die Wahrscheinlichkeit geringfügig erhöht, Herzen zu finden. Muss ich den anlegen? Ja, okay. Dann kann ich wahrscheinlich nicht immer alles anlegen, ne? Ah, hier. Ja, okay. Muss ich wahrscheinlich aussuchen, was ich anlege, aber solange ich jetzt nur den habe, sieht man den jetzt eigentlich auch an Zelda? Ja, das war auf jeden Fall eine schwer verdiente Truhe. So. Aber wichtig und richtig. Lol. Seit wann geht das denn? Oh, hier ist die Boss-Tür. Okay. Brauchen wir einen Boss-Schlüssel? Okay, aber wir haben noch ganz schön viel Dungeon vor uns. So, aber dann will ich jetzt kurz was ausprobieren. Und zwar will ich gucken... Nee, wie komme ich denn hier hin? Was ist das hier für ein... Ne? Was ist das hier? Warum sieht das so anders aus? Es sieht nicht ausgefüllt aus, es sieht aber auch nicht unbetreten aus. Ich verstehe nicht ganz, was das ist. Aber da ist auch nichts, also es zeigt ja auch keine Truhen an. Warte. Ich glaube, das sieht einfach deswegen so aus, weil es ein bisschen dunkler da war. Ich glaube, das ist einfach... Ja, ja, ja. Wir waren da auf jeden Fall und da ist auch nichts, passt schon. Ein Miniboss. Ja, dann... Killer Ananas. Geil. Sehr schön. Dekuran, ja, gemerkt. Hungrige Pflanze, die sich auf alles stützt, was ihr zu nahe kommt. Man kann erstaunlich leicht entwurzelt werden. Kann erstaunlich leicht entwurzelt werden. Ja. Okay, die muss ich auch noch besiegen da hinten. Let's go! Ach, da ist noch eine. Ja, gut. Das war nicht ganz der Plan. Digga. So, jetzt pass auf.
Kann ich das auch hier spawnen? Ja. Sehr schön. Etwas unnötig angestellt. So, okay. Wohin gehen wir als nächstes? Da drüben ist nur eine Truhe. Da ist aber auch nur eine Truhe. Aber hier geht's nicht weiter. Gehen wir erst hier lang. Okay. Ich komme da nicht rüber, oder was? Ach, lol. Ja, gecheckt. Verstanden. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. Doch, okay, sehr schön. Easy. So, was habe ich mir damit erspielt? Geld. Nice. Wir sind auch immer noch nicht am Cap. Also wir haben immer noch, ne? Wir sammeln noch. Vielleicht gibt es auch kein Maximum Rubine. Das wäre ganz gut. Das wäre ganz schön, wenn wir nicht so Geldbörsen sammeln müssten. Okay. Tschüss. Hä? Ah. Wunderbar. Also ich mag auch bisher die Rätsel, ne? Die Rätsel sind bisher alles sehr, sehr, sehr cool gemacht. Es ist wirklich ein schönes Spiel bisher. So, jetzt komme ich hier drüben rein. Wieso geht das jetzt nicht? Ah, nur, es geht nur bei dem, okay. Warum auch immer es jetzt nur bei dem ging und bei den anderen Statuen nicht, aber ist okay. So, hier oben will ich hin. Nee, ich glaube, da komme ich wieder raus. Ja, da komme ich wieder raus. Ist in Ordnung. Da komme ich wieder raus. So. Muss kurz was ausprobieren. Nein, das wollte ich nicht. Gottes Willen. Ist hier irgendwas in der Luft? Nein, okay. An der Decke wollte ich sagen. Aber nein, da war nichts. Hör mal, Zelda. Wenn du dich mit Hilfe von X mit etwas in Einklang gebracht hast, kannst du übrigens noch eine weitere Fähigkeit nutzen. Okay. Versuche einmal R gedrückt zu halten, nachdem du dich mit Hilfe von X mit etwas in Einklang gebracht hast. Während du R gedrückt hältst, folgen deine Bewegungen dem Objekt, mit dem du dich im Einklang befindest. Ah. Wo ist R? Ach, hier. Yo. Das ist auch cool. Ich dachte kurz, wir lösen das anders. Ich dachte kurz an sowas Ähnliches, aber ich dachte an die Variante. Nein, stopp, bleib mal hier. Aber ich dachte daran, dass es... Ach, jetzt... Dass man es mit dem Ding macht, aber hat man nicht mit dem Ding. Na, dass sich dieses Ding da oben ranhängt. Das dachte ich, ist hier die Lösung. Jetzt würde mich nur interessieren, ob das auch gegangen wäre.
Ja. Das war meine Idee. Dann hätte ich dieses Einklang nicht... Ja, guck mal, das wäre nämlich auch gegangen. Dann hätte ich Einklang gar nicht gebraucht. Okay, jetzt muss ich wieder warten. Ja, aber mit Einklang geht es natürlich auch. Weil, ja, ich verstehe auch warum. Nicht jeder hat an der Stelle sich die Spinne geholt. Die Spinne kann man theoretisch auch einfach liegen lassen, ne? Oder musste ich die schon irgendwo einsetzen? War die schon zwingend notwendig? Ich weiß es gerade nicht. Nein, bleib hier. Nein! Oh, nee. Ach, Mann. So. Aber jetzt nutze ich meine Variante, die ist viel cooler. Die ist viel cooler mit der Spinne. So, die Truhe habe ich gesehen. Sehr schön. Schneller, 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 schneller. Okay. Prima. Gut. Ah ja, okay, okay, okay. Ich verstehe. Easy. Und wir haben den großen Schlüssel. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, ob wir jetzt gegen Ganon kämpfen. Weil theoretisch wäre der ja hier auch versunken, ne? Also theoretisch könnte der jetzt hier auftauchen. Du hast den großen Schlüssel erhalten, damit kannst du die große Tür öffnen. Aber die Frage ist halt auch, ob Ganon was mit diesem Zeug zu tun hat oder ob das Ganon selber überrascht hat. Ha? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also meine Prediction wäre, wir treffen auf Ganon selbst. Halt so als, nicht als Endboss logischerweise, das ist ganz klar. Aber so, ja, so wie ich es halt gesagt habe. Mal gucken. Niemand hier? Dabei spüre ich ganz deutlich die Anwesenheit meiner Gefährten. Okay, das ist nicht Ganon. Okay, dann ist Ganon doch schon abgehauen hier. Ach so, zumal wir Seismorok. Zumal wir ja auch nicht mal den richtigen... Im Inneren des Monsters, okay. Zumal wir ja auch nicht mal den richtigen Link bekämpft haben, sondern es war ja auch nur so ein Doppelviech. Ich spüre meinen Gefährten im Inneren des Monsters. Wir müssen sie irgendwie befreien, Zelda. Bitte hilf mir dabei. So, jetzt würde mich erstmal interessieren, kann ich mit Link gegen dieses Ding da unten schlagen? Ja. Okay, was mache ich jetzt mit dem Ding? Ach so. Weiter ist Link dagegen schlagen. Okay. Oh, jetzt ist es da oben. Okay, aber der will schon, dass ich mich hier konstant verwandle. Ja, okay. Ja, okay. Also kämpfen dann schon mit Link. Ja, kämpfen schon mit Link. Alles klar. So haben sie dafür gesorgt. Ey, das ist schon voll cool gedacht, ne? So haben sie dafür gesorgt, dass man coole Bosskämpfe hat und trotzdem das Zelda-Konzept hat.
Das ist echt cool durchdacht worden. Ich bin sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert, wirklich. So, ich will nur kurz noch so ein paar blaue Dinger sammeln, dass ich nicht dann zu bald aus der... Dass ich nicht dann zu bald da rauskomme. Ja, jetzt hätte ich angreifen können. Ja, okay, komm. Passt schon. Ja, sehr gut. Das dürfte es doch jetzt gewesen sein, oder? Yes. Nice. Herzcontainer. Das sind meine Gefährten. Nachdem wir sie befreit haben, strömen sie eine gewaltige Energie aus. So können wir den Riss schließen. Mit unseren Echokräften können wir die vom Riss verschluckte Welt wiederherstellen. Sieh zu! Ja, da wollen wir hin, ich weiß. Baum vergessen. Sehr, sehr nice. Ich denke, damit hat man jetzt einen guten Überblick, wie das Spiel aufgebaut ist. Na, wir werden verschiedene Dungeons lösen und so weiter. Das ist sehr cool gemacht. Gefällt mir. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Ah, jetzt hat er einen mehr. Ja, natürlich. Da muss ich ja auch immer mehr bekommen. Somit sind meine Fähigkeiten jetzt stärker geworden. Try hat ein zusätzliches 3 gehalten. Ja. Jetzt kann ich schon 4 Betten erstellen. Während wir den Riss geschlossen haben, habe ich etwas Interessantes von meinen Gefährten gehört. Vor ihnen war plötzlich dieses riesige Felsmonster aufgetaucht und hatte sie allesamt verschluckt. Sie saßen in diesem Monster fest und konnten daher nichts gegen den Riss unternehmen. Ach ja, und diese schönen Kristalle entstehen, wenn wir Risse schließen. Ich schenke sie dir, Zelda. Oh, du hast von Twi 5 wundersame Kristalle erhalten. Okay. Wir haben hier alles erledigt. Lass uns in die normale Welt zurückkehren, Zelda. Ja. Dort gelangen wir hinaus. Sehr schön. So, jetzt gucke ich nochmal kurz auf die Karte. Aber ich glaube, wir haben alles, ne? Nice. Achso, gesammeltes. Ja, gut. Okay, wundersam. Okay, pass auf. Wundersamer Kristall ist auch ein sammelbares Item. Okay. Dann hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass man damit diese Linkleiste levelt. Könnte ich mir vorstellen. Wir können zwischen der normalen Welt und der Welt des Nichts hin und her reisen. Okay, alles klar. Ja. Ab dafür. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Der Riss in dieser Gegend ist vollständig verschwunden. Jetzt ist auch das Haus wieder da, das du besuchen wolltest. Auf diese Weise können wir auch die Risse an anderen Stellen verschwinden lassen und deinen Vater retten. Ja. Verzeihung, dürfte ich etwas fragen? Ja. Ah, jetzt ist die auch wieder da.
Das ist jetzt nicht die Doppelgängerin, na? Das ist jetzt die echte. Mein Name ist Systra und ich bin Ministerin am Hofe zu Hyrule. Könntet ihr mir sagen, wo ich mich hier befinde? Ja, ich wollte gerade sagen, da kann ich mich doch offenbaren. Sie ist ja nicht mehr sass. Ich habe da etwas bisschen überreagiert. Prinzessin Zelda! Ich habe euch überhaupt nicht erkannt, euer Hoheit. Warum seid ihr denn so verkleidet? Oh weh, erst versagen wir daran, euch vor diesem Ungeheuer zu beschützen und dann müsst ihr auch noch aus dem eigenen Schloss fliehen. Doch ihr habt euch nicht unterkriegen lassen, beeindruckt über welche Fähigkeiten ihr verfügt. Und dies ist also Try, der euch die ganze Zeit zur Seite stand. Ja. Ich danke euch von Herzen, werte Twill. Sie sieht den? Du kannst mich sehen? Oh ja, ihr seid fluffig und äußerst niedlich anzuschauen, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte angenommen, Zelda könnte mich sehen. Oh, die werte Impa konnte euch also nicht sehen, woran das wohl liegen mag. Es gibt viele offene Fragen. Sollen wir uns zuerst einmal den Ort begeben, den Impa euch gewiesen hat? Der Verbleib von seiner Majestät und General Dex ist ungeklärt. Wir müssen uns eine Übersicht über die Lage verschaffen. Würdet ihr mir bitte zeigen, welche Stelle Impa auf eurer Karte markiert hat? Ja. Das ist das Haus von Impas Bruder. Deshalb hat sie euch geraten, dort Hilfe zu suchen. Ich kenne den Weg. Folgt mir bitte. Ja, krass. So, hier oben sind wir in den... Ja, och, Leute. Ich bin hier, lass uns zusammen gehen. Ich komm... Ich werde direkt runterge... Ich darf nicht einen Meter wieder falsch laufen, ne? Okay, ich komme. Ich komme ja schon. Also wir gehen direkt zu dem Haus, ist in Ordnung. Aber ich kenne den Weg auch schon. Ich kann vor dir laufen. Guck mal. Hi. Da wären wir, euer Hoheit. Ja, ich war vor dir hier. So, Impas Bruder. Bitte verzeiht uns den plötzlichen Überfall. Mein Name ist Zinstra. Impa hat mir schon viel von... Was stört ihr mich? Ich bin gerade sehr beschäftigt, also lasst mich in Ruhe. Bitte verzeiht unser unangemeldetes Eindringen, aber habt doch bitte die Güte, uns kurz... Ich hab zu tun und muss jetzt gleich aufbrechen, also kommt ein andermal wieder. Ich beschwöre euch, so hört uns doch. Wie oft muss ich euch denn noch sagen? Ich muss auf der Stelle aufbrechen und Link zur Hilfe eilen. Das ist doch die Kapuze, die Link getragen hat. Wo ist die her? Etwa von ihm? Wie bitte? Ich will alles über diesen grüngewandeten Schwertkämpfer und die Risse wissen. Verstehe, ich danke euch, Prinzessin. Endlich hat er sich beruhigt. Ach ja, ich wollte eben schon fragen. Was ist das für ein Ding, das da die ganze Zeit neben euch schwebt, Prinzessin? Er sieht das auch. Wieso sieht nur Impa das nicht? Du kannst mich sehen? Eigenartig. Ah, die aus den Rissen kommen, können das sehen. Der war auch im Riss drinne. Damit gibt es neben Zelda schon zwei weitere Personen, für die das gilt. Anfangs konnte also nur die Prinzessin dich sehen, aber uns bleibst du nicht verborgen, hm? Ja, alle, die aus dem Riss kommen, die schon mal in der Welt des Nichts sozusagen waren. Das ergibt Sinn. Ja, so ein seltsames Lebewesen habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Was könnten wir beide wohl gemeinsam haben, dass wir es sehen können? Eines fällt mir direkt ein. Wir wurden von einem Riss verschluckt und sind von dort zurückgekehrt. Vielleicht ruft der Aufenthalt in einem dieser Risse irgendeine Veränderung in uns hervor. So langsam sollte ich mich auch einmal vorstellen. Duberry heiße ich. Ich bin Impas großer Bruder. Und der Name des Schwertkämpfers, der die Prinzessin gerettet hat, lautet Link. Das Schwert der Stärke, das er trug, habe ich geschmiedet. Er hat's geschmiedet, er kann die Kristalle benutzen, um das Schwert zu leveln. Kriegen wir, habe ich verstanden. Easy. Prinzessin Zelda, ein blaues Ungeheuer hat er euch entführt und genau dieses Ungeheuer wollte Link besiegen. Ich habe mein Leben der Erforschung der Geschichte Hyrules gewidmet und Risse spielen darin eine wiederkehrende Rolle.
In unserem Land sind schon immer von Zeit zu Zeit kleine Risse erschienen und manchmal sind auch Leute von ihnen verschluckt worden. Wem dieses Schicksal widerfährt, der kehrt nie mehr zurück. Es ist sprichwörtlich wie vom Erdboden verschluckt. Seit alters her sprechen die Leute davon, dass jemand weggezaubert worden sei. Jetzt kommt Link ins Spiel. Er hat für mich gegen das Monster gekämpft, gegen die Monster gekämpft, die herauskommen, wenn sich irgendwo ein Riss auftut. So wollten wir möglichst viele Leute davor bewahren, weggezaubert zu werden. Mein Beitrag war ein Schwert, das ich für ihn geschmiedet habe. Es ist besonders effektiv gegen die Monster aus den Rissen. Und nun ist dieses Schwert in euren Händen, Prinzessin. Das Schwert der Stärke, das ich für Link erschuf. Link war also auf der Mission, die Risse zu bekämpfen. Unter den Monstern, die aus den Rissen gekrochen kamen, war ein besonders furchterregendes blaues Ungeheuer. Unsere Theorie war, dass wir nur dieses blaue Ungeheuer bezwingen müssen, um das ganze Phänomen der Risse ein für alle Mal zu beenden. Laut dem, was ihr mir erzählt, Prinzessin, ist es Link tatsächlich gelungen, seine Mission zu erfüllen. Das Ungeheuer ist bezwungen. Doch die Risse sind nicht verschwunden, im Gegenteil, sie breiten sich überall aus. Unsere Theorie hat sich also als fehlerhaft erwiesen. Der Riss im Wald wurde geschlossen, trotzdem bleibt Link verschollen. Ich muss zugeben, mir ist unklar, was nun der nächste Schritt sein sollte. Euer Hoheit, werter Lubari. Als ich in Schloss Hyrule vom Riss verschluckt wurde, hatte ich das Gefühl, an einen fernen Ort geschleudert worden zu sein. Und die Prinzessin fand mich schließlich in einem ganz anderen Riss, in jenem, der sich hier im Wald aufgetan hatte. Wie bin ich über so eine weite Distanz transportiert worden? Die Welt innerhalb der Risse ist ganz anders verbunden als diese Welt hier. Meine Gefährten haben mir erzählt, dass es auch anderswo noch sehr große Risse gibt. Der König und die anderen befinden sich womöglich in einem dieser Risse und somit an einem ganz anderen Ort. Dann gilt dasselbe auch für Link. Hör mal, Zelda. Ich fliege mal eben ganz hoch, um mich umzusehen. Vielleicht kann ich von dort aus die anderen Risse sehen. Ja, markier uns alles auf der Karte. Hui. Hui. So, ich habe mir einen Überblick verschafft. Ich weiß zwar nicht, in welchem Riss dein Vater und die anderen sind, aber ich habe weitere große Risse gefunden. Eins, zwei... Okay, zwei. Ich habe die Stellen auf deiner Karte verzeichnet. Wenn wir alle Risse schließen, können wir die Verschwundenen sicher retten. Also lass uns aufbrechen, einverstanden, Zelda? Nein, haltet ein, eine Prinzessin darf sich nicht solcher Gefahr aussetzen. Das darf eine Prinzessin ja wohl selbst entscheiden und in der Tat ist sie die Einzige, der es bisher gelungen ist, einen Riss zu schließen. Damit Hyrule diese Krise übersteht, muss jeder von uns seinen Beitrag leisten. Das stimmt zwar, aber... Prinzessin, würdet ihr zusammen mit Tri eine Reise durch Hyrule antreten und euch vor Ort der Risse annehmen? Das ist unsere einzige Chance, sie zu schließen und den König und die anderen zu retten. Zinstra, du hilfst mir hier bei meinen Nachforschungen bezüglich der Risse, um die Prinzessin auf ihrer Mission zu unterstützen. Jawohl, Nachforschungen sind mein Spezialgebiet. Die vom werten Twi gekennzeichneten Risse scheinen sich in der Gerudo-Wüste sowie in den Jabul-Gewässern zu befinden. Solltet ihr genaue Informationen zu diesen beiden Gebieten benötigen, könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an mich wenden. Text-Adventures. Euer Hoheit, ich hoffe, ihr werdet euren Vater, den General und die anderen Verschwundenen recht bald finden. Eines noch. Das Schwert, das ihr nun tragt, birgt noch ungenutztes Potenzial. Ja, ich weiß doch schon, was du sagen willst. Ich weiß es doch. Mit Hilfe meiner Forschungen kann ich euch diesbezüglich vielleicht helfen. Wenn das eure Neugier weckt, sprecht mich darauf an. Oha. Einfach Stempel. Das Schwert interessiert euch? Wie gesagt, habe ich es geschmiedet. Es trägt den Namen Schwert der Stärke. Ich hatte schon länger das Mineral erforscht, das oftmals an den Stellen gefunden wird, wo sich ein Riss befand. Im Zuge dessen fand ich heraus, dass die aus Rissen auftauchenden Monster empfindlich auf dieses Mineral reagieren. Und wie ich sehe, seid ihr auch schon darauf gestoßen. Ich rede von den blauen Kristallen, die ihr da habt. Ich taufe diese Erzbrocken Kristalle der Stärke und schmiedete daraus ein Schwert. Bei meinen Rissforschungen lernte ich den jungen Link aus dem Sodelia-Dorf kennen und überreichte ihm schließlich die Waffe. Link lehrte das Schwert wie keins weiter zu führen und ich erforschte Methoden, es mit Hilfe von Kristallen der Stärke weiter zu stärken. Die Frucht meiner Bemühungen ist die Maschine dort in der Ecke. Bei genauer Betrachtung scheint das Schwert etwas von seiner früheren Stärke eingebüßt zu haben.
Doch wenn wir es eifrig verbessern, wird es sicher bald schon wieder schärfer und schneiden als jemals zuvor. Wenn ihr im Besitz von Kristallen der Stärke seid, könntet ihr die Maschine ja mal ausprobieren. Let's go. Schwert Energiala. Oh, das Schwert wird wahrscheinlich stärker und die Leiste kann ich dann, dass sie wahrscheinlich die Level 2 hat, ne? Ja, machen wir das hier. Frisch ans Werk. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Level 2 Leiste, ja. Oha, okay, das ist nicht sehr viel länger. Okay. Es ist ein bisschen länger. Okay, jetzt kostet die schon 10. Okay, das wird teuer. Dann bin ich gespannt, wie wir diese anderen Kristalle finden werden. Ob das Missionen sind oder so. Ja, mal gucken. So. Bringen wir noch kurz die Gespräche zu Ende und reden halt über die Gebiete. Was soll's. Und hier ist ein Keller. Da gehen wir auch gleich noch rein. Also ich werde den Part jetzt heute noch etwas länger machen, weil das jetzt der letzte Part in dieser Aufnahmesession ist. Dann kommt erstmal Hochladen. Ich werde von hier aus zusammen mit Luberi Erkundungen zu den Rissen einholen. Hoffentlich wird euch das zugutekommen. Die großen Risse. In den Jabul-Gewässern sind wieder Gerudo-Wüste aufgetaucht. Jabul-Gewässer. Befindet sich von hier aus im Nordosten. Dort wohnt das Wasservolk der Zoras. Ihr Volk spaltet sich in zwei Unterarten auf Meer- und Flusszoras. An der Küste am Eingang gibt es ein kleines Fischerdorf, in dem Hylianer wohnen. In diesem Dorf könnt ihr... oder Hylianer, ja. In diesem Dorf könntet ihr euch zuerst einmal über die Lage der Region erkunden. Okay. Gerudo-Wüste. Eine harsche Umgebung geprägt von brennender Sonne und Sandstürmen. Dennoch befindet sich tief in der Wüste eine Siedlung. Dort haust das Kriegervolk der Gerudo. Ausschließlich aus Frauen, sie alle üben sich von Kindesbeinen an in der Kriegskunst. Ja. Okay. Plaudern. General Dex, Link, ich hoffe, Sie alle werden zu uns zurückführen, wenn die Risse erst geschlossen sind. Okay, dann gucken wir kurz in den Keller, was da los ist. Oh. Nicht so viel, wa? Oh, Bruder. Luberis Tagebuch liegt verlockend auf dem Tisch. Das an den Standorten früher Risse auftretende Mineral, Vulko-Kristall der Stärke, scheint wundersame Eigenschaften zu besitzen. Ich konnte beobachten, wie Monster aus den Rissen vor dem Mineral zurückschrecken und jede Berührung meiden. Würde man diese Kristalle sammeln und eine Waffe daraus anfertigen, würde eine vernichtende Wirkung gegen Rissmonster garantiert. Okay, ich überfliege das jetzt. Ihr lest einfach mit, okay? Wenn es wichtig ist, spreche ich es nochmal an. Okay, Link ist schon bald zurückgekehrt. Und Link konnte nicht mehr sprechen. Wow. Okay. Okay. Ja, prima. Ja, Link war erfolgreich. Okay, die Kapuze hat er von ihm bekommen. Neue Waffen anfertigen. Ah, Bomben hat er angefertigt scheinbar. Na, und den Bogen. Okay. 5 Einträge waren's. Ja, okay, das war dann hier zum Lesen und sonst wahrscheinlich nichts, ne? Die Bombe liegt jetzt so ein bisschen verlockend rum, aber ich kann nichts mit ihr machen. Na gut. Nun gut. So, jetzt interessieren mich folgende Dinge. Ich hatte mich ja gefragt, ne, ob, wenn ich jetzt was in dem Gebiet liegen lasse. Ne, wir waren ja hier, waren wir in dieses Ding gegangen. Wenn ich jetzt was in diesem Gebiet liegen lasse, so komme ich dann trotzdem
in diese Welt zurück? Oder nicht? Weil aktuell kann ich nicht hin und her wechseln. So wie ich das vorhin konnte. Na? Also gerade gibt es keine Möglichkeit, in dieses andere Gebiet zu wechseln. Sehr interessant. Ja. Das dritte Collectible fehlt uns noch, was es auf der Welt gibt. Aber ich zeige dir jetzt mal nicht an. Ne? So, das Ding kann jetzt auch weg. Aber dann kann ich wahrscheinlich, das muss ich jetzt noch kurz rausfinden. Dann kann ich wahrscheinlich, wenn ich in dem Dungeon bin, zurückkehren. Oder wie sehe ich das? Weil, was wäre jetzt, wenn ich die Truhe dort nicht... Bin ich hier richtig? Ja. Na, was wäre jetzt, wenn ich die Truhe dort nicht gefunden hätte? Dann müsste ich mir die Truhe ja trotzdem noch holen können. Ah, hier komme ich in die Welt zurück. Und dann ist es praktisch wieder so, wie wenn es der Riss wäre. Ja. Ja. Und jetzt könnte ich mir die Truhe hier holen. Ey, es ist okay. Es ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Na, jetzt kann ich überall, könnte ich jetzt nochmal hingucken. Und alles nachholen. Okay, super gemacht. Sehr schön, dass Sie darüber nachgedacht haben. Finde ich großartig. Finde ich absolut großartig. Was ist aber, wenn ich jetzt in dieser Zeit hierhin zurückkehre? Also, wisst ihr, was ich meine? Ich speichere übrigens mal kurz. Ja, toll, ich habe keine Amiibo, brauche ich nicht. Ich glaube, er hat zwar automatisch ein paar Mal gespeichert, aber... Gibt es Auto... Ja, hier, es gibt automatisch. Automatische Speicherdinger, sehr gut. Aber was ist, wenn ich jetzt hier reingehe, in dieser Zeit? Ach, ja, wow. Ja. Nix ist dann. Alles kaputt. Alles kaputt. Okay. Ja, gut. Jetzt interessiert mich nur noch eine Sache. Wie krass bin ich drauf, wenn ich als Link die hier kaputt mache? Aber das Ding ist jetzt ja auch... Wenn das jetzt aufgebraucht ist, ne? So, wenn diese Fähigkeit jetzt aufgebraucht ist, über was bekomme ich denn überhaupt? Ups. Nein. Über was bekomme ich denn überhaupt diese Dinger zurück? Also, wie lade ich denn jetzt hier die Leiste auf? In dem Dungeon sind da so Teile rumgeflogen. Aber wie leiste ich denn jetzt in echt diese... Ne, wie lade ich denn jetzt in echt dieses Ding auf? Ist es auch einfach so durch Zufall, dass jetzt im Gras solche Dinger sein können? Oder wie geht das? Na, wir werden es rausfinden. Von selber lädt es sich schon mal nicht auf. Na, das sieht man ja. Wenn ich schlafe vielleicht? Nö. Kann ich ihn das fragen noch kurz? Ob der weiß, wie sich das auflädt von selber? Moin. Hmm.
Okay, aber er kann uns nichts erzählen, wie man das Ding auflädt, ne? Ja, okay. Nö, du kannst mir nicht weiterhelfen. Ist okay. Dann müssen wir von selber lernen, woher diese blauen Dinger kommen, die uns da aufladen. Gut. Ja, ich glaube, hier runterlaufen brauche ich nicht mehr. Das haben wir alles gemacht. Jetzt könnten wir hier noch hingucken. Weil da müsste jetzt ja auch die Frau wieder aufgetaucht sein, ne? Und dann hören wir auf. Ich gucke jetzt noch kurz durchs Dorf und dann hören wir auf. Gibt's eigentlich was Neues zum Kaufen? Ah, jetzt gibt's hier mehr. Lol, ist das... Füllt das die Energie leist? Das füllt Energie auf. Okay, blaues Elixier füllt Energie auf. Also man könnte unterwegs sozusagen und das füllt dann wahrscheinlich beides auf, das lilane Elixier. Ja, natürlich. Okay. Ja, wahrscheinlich sind es dann am Ende wirklich solche so Gegenstände, die es auffüllen können. Das kann natürlich gut sein. Oh, guck mal, da vorne ist ein Ausrufezeichen. Siehst du, ich wusste, es gibt noch mehr was zu tun. Ich dachte es mir doch schon. Ich dachte es mir doch schon fast, dass hier was abgeht. Na dann lass mal hören, Kollege. Hallo, Fremde. Hast du kurz Zeit für mich? In letzter Zeit passieren ja so einige schlimme Dinge, nicht wahr? Risse öffnen sich, Monster streifen größerer Zahl umher. Meine arme Frau macht sich riesige Sorgen. Ich möchte ihr irgendwas Interessantes zeigen und sie so auf andere Gedanken bringen. Eine große fliegende Pflanze gesehen. Bei einer Höhle... Ja, okay, er meint das, was ich dabei habe, die Killer-Ananas. Ja, ich kann dir die Pflanze zeigen, das ist gar kein Thema. Wow, das ist ja die Pflanze, die ich gesehen habe. Du hast sie extra für mich gesucht, danke, Fremde. Dann rufe ich mal sofort meine Frau, damit sie... Moment mal, das ist ja ein Monster. Schnell, unternimm was. Oh, das war ein Schock. Jetzt hast du die ganze Arbeit gemacht, aber wenn ich meiner Frau ein Monster zeige, kriegt sie statt neuem Mut einen Herzinfarkt. Ach, Liebling, was hast du wieder ausgeheckt? Der ganze Aufwand nur für mich? Ups. Falsche Stimme. Egal. Utera, hast du etwa zugehört? Ja, deine Stimme ist schließlich laut genug, aber du brauchst dir wirklich keine Sorgen, um mich zu machen. Für mich reicht es schon, wenn du bei mir bist. Das ist genug, um mich aufzumuntern, wenn ich mir zu viele Sorgen mache. Ach, da wird mir ganz warm ums Herz. Ich habe das Gefühl, du haltest mich mehr und mehr auf als umgekehrt. Okay, ich überfliege wieder den Rest. Ich hab's... Als ich gesagt habe, na, Missionen, habe ich mir schon gedacht, dass so Quests wahrscheinlich Sachen sind, mit denen man diese Kristalle bekommen kann. Okay. Und jedes Mal, wenn wir so einen Kristall sammeln, füllt sich auch unsere Energieleiste auf. Okay. Ganz viele Orte, ja, prima. Gut, was für eine tolle Story. So, aber Nebenaufgaben sind somit enorm wichtig. Nebenaufgaben sind damit enorm wichtig geworden und es war ja auch die Vermutung. Das war ja auch die Vermutung. Okay, heißt aber auch, ich kann mir merken, wenn Leute ein Ausrufezeichen haben, ist es sinnvoll, sie anzusprechen. Wenn sie keins haben, ist es nicht notwendig. Gut, dann hören wir an dieser Stelle auf. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Was heißt nochmal? Egal.
gerne dem Daumen immer einen Video nach oben. Ja, dem Video einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns hoffentlich möglichst bald auf der Jagd nach neuen Rissen. Tschüss.